Er war einer der mächtigsten Männer in der deutschen Medienlandschaft. Diese Macht soll er systematisch ausgenutzt haben. Der Vorwurf, mit Volontärinnen, Praktikantinnen und anderen jungen Mitarbeiterinnen, die maßgeblich von seiner Gunst abhängig waren, soll er sexuelle Verhältnisse gehabt haben. Dass die Affäre um Julian Reichelt ausgerechnet bei der Bild passiert, ist kein Zufall. In diesem Podcast sprechen wir mit vielen Menschen, die Einblicke in das Innere von Bild und Axel Springer geben. Mit Menschen, die mit dieser Macht in Berührung kommen, sie für sich nutzen und an ihr zerbrechen. Und auch mit Menschen, die diese Macht in Frage stellen. Es geht um Größenwahn und Grenzenlosigkeit, um Komplizinnenschaft und Verantwortung. Es geht darum, wer gehört und wer zum Schweigen gebracht wird. Das war die Investigativjournalistin Pia Stendera und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Wir empfehlen euch heute den neuen Podcast Boys Club, Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Diese Woche ist der erste Storytelling-Podcast erschienen, bei dem Jan Böhmermann seine Finger im Spiel hatte. Boys Club, Macht und Missbrauch bei Axel Springer ist eine Spotify-Original-Produktion in Zusammenarbeit mit TRZ Media, der neuen Podcast-Produktionsfirma von Jan Böhmermann, Hanna Herbst und Robin Drömer. In diesem Investigativ-Podcast geht es um den Fall Julian Reichelt. Als Chefredakteur bei Bild soll unter ihm ein Klima der Anmachen, Affären und Sexualisierung geherrscht haben. Bekannt war das auf den Fluren von Bild wohl schon seit vielen Jahren. Öffentlich wurde es aber erst im Frühjahr 2021, als Springer ein sogenanntes Compliance-Verfahren einleitete und Reichelt freistellte. In den internen Ermittlungen bei der Bild-Zeitung sollen laut Financial Times mehr als 30 Menschen zu den Vorwürfen gegen Reichelt ausgesagt haben. Es muss wahnsinnig viel Mut gekostet haben, zur Spitze dieses gigantischen Konzerns zu gehen und gegen den eigenen Chef auszusagen. Und während da Menschen aufstanden, um genau das zu tun, stand auch Nora auf. Nur nicht gegen Julian Reichelt, sondern für ihn. Ehrlicherweise habe ich einfach gelogen bei der Aussage. Ich habe gesagt, dass alles rein beruflich war und dass er ist ein total netter Typ und professionell. Kann mir das überhaupt nicht vorstellen. In dem Moment hatte ich das Gefühl, ich lüge für einen Freund. Und als dieses Interview vorbei war, habe ich mich so schlecht gefühlt wie kaum einmal, weil ich ja genau wusste, wie es eigentlich ist. Nora heißt und klingt im echten Leben anders. Sie will anonym bleiben. Überhaupt war es nicht einfach für die Reporterinnen Pia Stendera und Lena von Holt, Menschen zu finden, die über ihre Erfahrungen bei Bild sprechen. Selbst solche, die nicht mehr bei Axel Springer arbeiten oder sogar nicht mal mehr im Journalismus tätig sind, haben offenbar Angst. Nicht unbedingt vor Reichelt selbst, sondern vor einem System, das Illoyalität hart bestraft. Bei Boys Club geht es nicht nur um den Fall Julian Reichelt, es geht darum, wie Axel Springer funktioniert. Um eine Art Rausch, der die Menschen antreibt, die dort arbeiten. Ich glaube, bei Bild wird nochmal dieses Gefühl gepusht, wichtig zu sein, weil man darf Sachen machen, die man sonst nirgendwo machen darf. Ja. Wie meinst du das? Was darf man da machen? Was jetzt nicht bei der Süddeutschen machen durftest oder so? Dann bist du dir sicher, dass die Süddeutsche Flüge für 8.000 bis 10.000 Euro für seine Reporter bucht? Ich glaube nicht. Oder dass die Süddeutsche mal hier aus dem, aus dem Safe $1.000 rauszieht? Glaube ich nicht. Das muss alles bürokratisch schön über den Tisch gehen. Bei Bild sind so spontane Aktionen. Man ist einfach vorbereitet auf spontane Aktionen. Man ist vorbereitet, dass morgen die Welt untergeht. Und es muss alles da sein, um über den Weltuntergang zu berichten. Es klingt ja schon alles. Es wird ja nicht in Grenzen gedacht, habe ich das Gefühl. Es gibt keine Grenzen. Bei Bild gibt es keine Grenze. Boys Club sucht Antworten und lässt Betroffene zu Wort kommen, die erzählen, wie sie nach wenigen Monaten bei Bild ihren moralischen Kompass verloren haben, wie sie die Menschen aus dem Blick verloren haben, über die sie reißerische Geschichten schrieben. Ein Jahr lang hat das Podcast-Team für Boys Club recherchiert und mit mehr als 40 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden gesprochen. Jeden Montag gibt es 2 neue Folgen. Und wer diesen Podcast hört, geht mit dem Hund bis zum Ende der Straße.
Das war der heutige Hörtipp frisch aus der Redaktion vom Podcast Radio Detektor FM. Wenn euch unsere Tipps gefallen, schenkt uns ein Like in eurer Podcast-App oder schickt uns eine Mail an podcastpodcast@detektor.fm mit eurem Lieblingspodcast. Dieser Tipp kam von Joana Voss, Doreen Rothmann behält den Überblick und ich bin Ina Lebetjew, Produktion Henrike Heidenreich. Morgen empfehlen wir euch 11 Leben. Wir hören uns.